Ja, komm, Feuerball. Kaufen. Und der andere Zauber, diese innere Entschlossenheit, war Schutz vor Verwirrung und dergleichen. Also das brauchen wir auf jeden Fall später, um die Banshees anzugehen. So, jetzt aber erstmal ran. Was war das? Jetzt erstmal Sachen verkaufen und den Trank kaufen. So, du kannst deine Punkte jetzt in Luft setzen. So, bestätigen. Und den Blitzstrahl dahin ziehen. So. Tim, 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 tim. Hier. Handeln. Weg, 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 weg. Alles weg. Müsste gut was zusammenkommen. 1000 Gold. Also 860 Gold haben wir. 7500 kostest du. Und es gibt keinen Handelsskill, der auch noch interessant wäre. Also allgemein so ein paar Support-Skills, die nicht wirklich für den Kampf wichtig sind. Kaufen. Plus 1 auf alles, ja. Experte magische Foki. Ausrüstung bestimmen. Ausrüstung bestimmen. Alles bestimmen. Raus. So, du trinkst erstmal den Trank. Schluck. Macht 15. Wird auch langsam. Ein Speer, der provoziert. Sehr schön. Es ist ja nicht so, dass unsere Speerträger beides eigentlich Magier sind. Na gut, Tirek. Das Ding macht trotzdem mehr Schaden. Also nimmst du das mal und es ist nur eine 3% Chance. Also das kriegst du schon hin. Das kann weg. 4 Widerstand gegen Licht, 100% Schutz vor Verwirrung. Aber kein Rüstwert. Nee, den behalte ich mal im Inventar so lange, bis wir auf Gegner treffen, die immer wieder verwirren. Das Ding kann weg. Den da behalten wir. Was wird dauern, bis eine von beiden magischen Foki hoch genug hat? Ich denke nicht, dass ich beide sofort auf, ne? Experte bringen. Und das Schild behalten wir, bis er hier Schildexperte ist. Ja, gut. Wie viel Gold haben wir noch? 627 reicht nicht mal für einen Zauber. Schade, schade. Was brauchen wir noch? Essen haben wir. Quest haben wir. Wir können jetzt eh wieder zu den Dieben gehen. Denn Gerogan müsste jetzt in der Lage sein, das aufzumachen. Wollten wir sonst noch was in der Stadt, wo ich gerade rausgehe? Also Essen haben wir, trainiert haben wir. Zauber haben wir gekauft, identifiziert haben wir. Reparieren mussten wir nichts. Ist mir eh aufgefallen, wir müssen nicht mehr so wirklich häufig reparieren. Bisher gar nicht, oder? Also in diesem Leben. Mach im Auge behalten. Also früher war es echt albern. In einem Kampf drei Sachen zerbrochen und so, das geht nicht. Aber es sollte schon öfters da sein, dass es passiert. Dass man halt Unkosten hat mit der Gruppe. So, wir wollen da hinten hin, also links rum. Die Höhle lockt mich auch jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe. Also nur mal so gucken, wie stark der Zyklop wirklich ist. Also da müsste der Zyklop drin gewesen sein und auf der einen Halbinsel der Schattendrache. Hallo Baum. Ja, aber ja, sollen halt recht stark sein inzwischen. Deswegen warte ich mal lieber, bis wir mit Akt 1 durch sind und dann gehen wir dahin. So, rein. Ja, jo. Und dann war im unteren Raum ein Feld mit einer mechanischen Falle. Wo ist unten? Da ist unten. Also rechts rum. Rechtsraum. Genau, wir haben alle zu viel Zeit, deswegen bauen sie überall Geheimgänge hin. Die haben eben gerade alle rumgeschrien, weil wir an einem Geheimgang vorbeigegangen sind, der bereits aufgedeckt wurde. Das sollte vielleicht auch noch gefixt werden.
So, Durchbruch. Das war gar nicht mechanisch, das war körperlich. Stufe 2. Ja, Gerogon macht sich langsam. Nur genug permanente Tränke und Boni in ihn reinpumpen und dann wird er schon einigermaßen guter Ersatz für den zweiten Kämpfer und/oder Something is Bogenschützen. coming your way. Be ready. Great. I needed to hit something. Ist so ein normaler, ja. Wusch. Wusch. 43, das ist ordentlich. Schmettern, brennen, wurzeln, blitzen. Weg. Weg. Irgendwie noch ein Geheimgang oder so? Nee, aber ein Fass. Dunkelblaue Flüssigkeit. Das waren die Attribute. Was ist blau? Kann man das abbrechen und später nochmal trinken? Ja, kann man. Okay. Ja, so oder so sollte eh alles Gerogon trinken, ne? Weil alles für ihn macht ein Bonus. Mana plus 3. Lebenspunkte plus 3. Crit-Chance ist nicht ganz so wichtig für ihn. Weil er macht eh wenig Schaden. Und wenn er den crittet, macht er mehr von weniger Schaden. Also Crit wäre für die drei wichtiger. Also wenn Blau Glück ist, haben wir ein Problem. Das sollte er nicht trinken. Wahrnehmung steigert alle Angriffswerte. Das wäre okay für ihn. Magie steigert die magische Kraft und die maximale Mana-Menge um 0 pro Attributspunkt. Magische Kraft. Was ist magische Kraft? Kampf. Magische Kraft. Beeinflusst die Wirkung von Primärmagie. Ach so. Dass er mehr heilt oder mehr Schaden macht und so weiter. Bei ihm haben wir hier 1,9 bei Feuermagie. Also das würde ihm auch was bringen, aber es bringt ihm halt keinen Mana. Wenn wir bei dir mal wieder. Genau so. Bei dir bringt ein Magie auch 0 Mana? Was zur Hölle? 0 pro Attributspunkt. 0 pro Attributspunkt. Und das sind definitiv Magierklassen. Was soll der Mucks? Also ja, Geist hat früher immer schon Mana gebracht. Aber Magie hat Mana gebracht, wenn auch nicht so viel wie Geist. Und halt mehr Umpf. Jetzt macht es gar kein Mana mehr, aber steht trotzdem da. Wenn es keinen macht, warum steht es dann da? Ich glaube, das muss noch rausgepatcht werden. Ja. Also zwei Sachen, die ihm nicht wirklich weiterhelfen würden. Das heißt, wir trinken die mal mit. Talana. Hoffen wir, dass es Glück oder Magie ist. Du. Ein für Magie hinzugewonnen. Sehr schön. Also, Rot Macht, Blau Magie. Merken, 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 merken. Oh. Britzel, 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 Wutsch. Britzel, 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 Britzel. Wir brauchen ziemlich viel Mana. Ja, das Höhlensystem. Hier ist auch schon gleich Ende. Gucken wir mal kurz, was hier hinten noch so ist. Oh, Kiste. Nimm, 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 nimm. Alles plündern, ja. Das da ist schon der Boss. Da kommt durch das Höhlensystem hin. Was haben wir hier? Kiste. Sehr gut. So, jetzt haben wir alles abgegrast, außer das Höhlensystem. Something's coming our way. Be ready. Das heißt, du trinkst mal einen kleinen Trank. Oh, drei Stück. Wir bleiben mal genau hier stehen, damit die Bogenschützen uns nicht so lästig werden. Okay, der wird lästig.
Machen wir mal so. Der stellt sich hoffentlich alle vor uns. Genau. Dann darf direkt nämlich seinen Feuerball ausprobieren. Wusch. Schick. Und du machst den Britzler. Und schon haben wir dieser Runde richtig viel Schaden ausgeteilt. Feuerball. Blitzel. Quatsch. Goodie. Ja, doch, die Flächenzauber sind schick. Die Tür, da kann man hinten rum, glaube ich, ran. Müssen wir gleich mal gucken. Genau, hier durch. Brauchen wir erstmal einen Schlüssel für. Oder den Schalter da. Au. So, so. 90, oh, sehr schön. Jallin ist vergiftet. Du kannst... hat eine geringe Reichweite als das da. Heil dich. Britzel den. Schieß. Nicht wieder vergiften, nicht wieder vergiften, nicht wieder vergiften, nicht wieder... Wow. So. Widerstanden. Kaschan. Weg mit dem doofen Typen. Oh, Level up. Sehr schönes Timing. So. Machst du die Tür da hinten auf? Ja. Und da ist die Kiste. Da ist die Tür, wo wir eben gerade gesagt haben, dass man von hinten rankommt. Alles mit. So, Stufenaufstieg. Gerogon. So, 17, 17. Ich versuche jetzt die beiden immer so ein bisschen zu steigern. Weil man hat gesehen, selbst wenn man nicht diesen Schwellenwert von 20 oder 15 was weiß ich hat, man kann einfach öfters probieren. Dann muss halt öfters geheilt werden. Das kriegen wir schon hin. Wir sollten jetzt nicht total auf Vitalität verzichten, nur damit wir die ganzen Geheimgänge aufbekommen. Auch wenn es lästig ist, dass manche Geheimgänge wirklich wichtig sind. Das aber hier wären wir ja nur hingekommen, ne? Durch den Geheimgang. 11 bis 13. Jo, ist besser. Nix. Nix. Der sieht anders aus als die anderen Ringe, oder? Nö. Du. 6 bis 8. Ist besser. Du, Stufenaufstieg. Schwere Rüstung brauchen wir nicht mehr erhöhen. Schild auf Experte wäre schick. 2 zusätzliche Abwehrversuche. Ausdauer prozentual mehr klingt besser. So. So, so. Die Magier gehen jetzt mal auf 14 Vitalität. Das und das. Du hast keinen Stufenaufstieg. Kriegst du gleich. Du gehst auf 14. Da und da. Alles Luftmagier. Jo. Bestätigen. Bei dir alles Feuermagie. Jo. Da geht's nicht durch. Also hier zurück. Und dann zum Boss. Something is coming our way. Be ready. Das. Hä? So. Hier geht's. Oh. Na komm her. Oh, besser. Wir gehen einfach weg und warten hier. Vielleicht kommen die alle auf ein Feld. Dann kann Tirik wieder rumspielen. Ja, das geht auf. Sehr schön. Komm, 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 komm. Drück. Witze. Ritzel. Gift heilen bei ihm. Feuerball. Oh, da ist ein Lied dazwischen. Da war ein Lied dazwischen. So, du. 14, 1, 1.
Und steigerst bitte. Erdmagie. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, Wassermagie zu steigern. Weil wir haben es ja doch öfters, dass der Wurzelzauber nicht weit genug kommt und sie dann den Eispfeil da schmeißt. Der halt fast gar nichts bringt. Und wir sollten gleich schlafen, ja. Aber wir sollten eher versuchen, einen Erdzauber zu bekommen, der eine größere Reichweite hat. Wenn es sowas denn gibt. Sowas wie den Bienenschwarm aus Might & Magic 6 und 7 vielleicht. So, schlafen. Tür öffnen. Hier wird der Schlüssel sein, den wir brauchen. Bronzeschlüssel. Jo. Montieren. Töten.